Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Ich stehe jetzt hier an meiner Haustür. Seht ihr, das ist der Garten, den meine Eltern angelegt haben über die Jahre. Seht ihr Palmen? Das da hinten nennt man japanischen Apfel. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Das heißt irgend so ein Minze. Und das ist ein Feigenbaum. Der trägt richtig dick Früchte dieses Jahr. Ja, irgendwann im Herbst wird es dick Feigen geben und ich werde da sein und sie alle wegmampfen. Alter, ich werde so um die Wette mampfen, ich werde unstoppable sein. Da seht ihr die kleine Palme, die wächst nicht so schnell wie die andere. Da seht ihr mein Tor. Ist mein Tor nicht geil? Mein Tor ist die Macht. Und jetzt seht mal, jetzt mach ich mal hier. Seht ihr das? Moment, das ist mein James. Versteht ihr? Ich habe auch einen James, jeder braucht einen James. Und wenn ich meinen James drücke, dann passiert das da. Seht ihr? Ba, 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 ba. Mein James ist krass. Und jetzt hat mein James mal an. Und gehen wir auf die andere Straßenseite. Ah, da ist einer nett, der lässt mich vorbei. Und jetzt Humpty Dumpty, gehen wir hier. Und dann gehen wir dort. Seht ihr? Amante. Die Strandbar direkt unter meinem Haus. Oder unter dem Haus meiner Eltern, wie man es nimmt. Auf jeden Fall, seht diese Treppe, meine Zuschauer. Über diese Treppe muss man wandeln, dann ist man in der Strandbar. Geil, oder? Ja, und jetzt seht ihr hier die Straße. Oh, ich zeige euch die Häuser der Nachbarn. Mein Haus zeige ich euch nicht, könnt ihr vergessen, ihr Dullis. Nicht, dass noch einer von euch Triebtätern hier bei mir am Ende vor der Haustür steht. Nein, seht ihr, das ist mein Nachbar. Der war früher beim Zoll. Der hat das PST-Syndrom, mein Nachbar. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ah, und seht ihr, da sind meine anderen Nachbarn. Seht ihr, einer hat voll die dicke Megapalme. Richtig geil ist das. Ja, ist gerade so die Mittagszeit. Also jetzt ist hier Feierabend. Die Leute gehen nach Hause, deswegen ist hier auch so ein Stau. Und so weiter und so fort. Seht ihr hinten die Berge und oh, diese Bäume. Habe ich euch ja schon erzählt letztes Jahr mit diesen duftenden Nadelhölzern. Und so weiter und so fort. Ah, seht ihr, die haben da unten so ein Schwimmteil. Das ist ja cool. Und da habe ich schon mal meinen Stammplatz reserviert. Jetzt bin ich hier unten am Strand. Warte mal, lass mich mal davor gehen. Seht ihr, das ist die alte Bucht, wo ich schwimmen gelernt habe. Damals war das noch so ein wilder Strand. Hier war auch teilweise mal Nudistenstrand angesagt. Ach, seht ihr, geil, oder? Ja, hier habe ich ganze Zeit verbracht als kleines Kind, weil es keiner rein hat. Die liegt hier. Kommen wir hier. Ah, seht ihr, da hinten ist der Felsen, wo man immer ins Wasser springen konnte. Da haben sie jetzt dieses Schwimmteil, haben sie auch Boote. Ja, das ist ja voll cool, wenn sie hier so einen Kajak hätten, das ich mieten könnte. Dann würde ich abkajaken wie der wilde Watt. Seht ihr, da habt ihr nochmal die Bucht. Hier ist die Strandbar, da ist dieser Korbsessel, aber leider haben sie diesen Korbsessel falsch rum aufgehängt. Wer will schon, seht ihr, wer will schon den Berg da hinten angucken? Aber ist ja auch egal. Hier seht ihr, habe ich hier coole Couch. Hier, oh, ist voll gemütlich. Sitzt ihr hier, wenn ich dann mal so ein bisschen länger hier bin und mal drei Drinks genommen habe, dann werde ich die Beine hochlegen und mich hier richtig breit machen. Diese Strandbar gehört übrigens meinem Nachbarn. Das ist das vierte Haus auf der rechten Seite. Das ist ein guter Mann. So ein richtiger, bodenständiger, orthodoxer Slave. Der doch so, keine Ahnung, die heiligen Tage ehrt und guten Tag, auf Wiedersehen, der nie laut wird und so weiter. Das heißt nicht, dass er irgendwie ein Weicher ist oder dass man ihn irgendwie rum dominieren kann. Aber er ist noch so auf die alte Art. Und der hat es hier angefangen, vor zwei, drei Jahren auszubauen. Aber mittlerweile geht es voll ab. Der wird ja auch bestimmt die Kohle machen mit seiner Strandbar. Aber mittlerweile vermieten hier schon viele Nachbarn Zimmer.
Und wie ich sehe, ist unten schon gut voll. Also dafür, dass es noch nicht der 15. rum ist. Also hier ist die Hauptsaison vom 15. Juli bis zum 1. September, kann man sagen. Und dafür, dass die Saison erst angefangen hat, so richtig, sagen wir so ab dem 1. ist schon gut voll, kann man nichts sagen. Seht ihr da hinten? Ich mache es mal groß für euch. Da sind die Hafenanlagen von Bar. Da hinten liegen irgendwie diese ganzen Schiffe an, die Fährschiffe aus Italien und Griechenland. Einmal donnerstags kommt ein Kreuzfahrtschiff vorbei, das hier Tour macht. Bisher ist es nur das eine, aber was es ist, kann man noch werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal, es geht vorwärts. Versteht ihr, wir gehen richtig vorwärts. Ja, das geht ab, Alter. Oh, da, vorher hatte ich da hinten eine Strandbar, aber die haben sie irgendwann vermurkt. Ich hoffe nur, dass sie abends, wenn hier dunkel wird und sie haben immer noch geöffnet, dann hoffe ich, dass sie hier dick gute Vibes auflegen. So. Versteht ihr, damit euer alter Onkel Rainer das Tanzbein schwingen kann mit knackigen jungen Frauen und so weiter und so fort. Ihr kennt mich ja. Ich bin ein notorisch unverbesserlicher Rainer. Es ist schlimm mit mir und es wird einfach nicht besser, egal was ich mache. Ja, meine Zuschauer, naja.